Jo, und was geht, euer Karasu ist back am Start mit der Review zu Kapitel 100. Ist ein bisschen lange her, oder ist ein bisschen her schon, das Kapitel ist ein bisschen draußen. Wir haben auch ein neues Jahr. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Frohes Neues an alle diejenigen, die ich noch nicht gesehen, gesprochen oder sonst dergleichen gehört habe. Frohes Neues an euch. So, gehen wir mal ran ans Kapitel 100. Ist nicht so viel Neues passiert. Wir haben ja schon einiges in den Leaks gehabt, was wir schon analysiert hatten, was im Film nicht so ganz war. Jo, kleine Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen Content auch so feiert wie ich, dann würde ich euch gerne bitten, hinterlasst doch ein Like, Abo, teilt die Video und schreibt mal in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's auch weiter mit dem Video. Kommen wir aber zu den ersten drei Bildern. Eigentlich waren es vier kolorierte Böder. Ich habe aber nur drei reingenommen. Wir sehen einmal Son Gohan, wie er diese Teufelsspirale auflädt, dann auch abfeuert, und wir sehen auch nochmal auf die richtige Coverpage, dass Piccolo hier zu sehen ist, Cell, Max und so weiter. Also richtig geil gemacht eigentlich, diese kolorierten Sachen. Sehr cool. Dann sehen wir, dass er die Teufelsspirale abfeuert gegen Cell, Max seinen Ball, was er da geballert hat, und durchstößt. Cell, Max versucht dann mit der Hand das irgendwie noch abzuwehren, ja, also sich vor diesen Teufelsspirale zu stellen, aber die beiden Saiyajins kommen an, Goten und Trunks kommen und schlagen ihm die Hand weg. Das war, glaube ich, nicht im Film. Dann sehen wir hier noch, dass Piccolo den Kopf direkt festhält, damit der Strahl auch durch den Kopf geht. Ich glaube, das war auch nicht so ganz im Film gewesen. Na, sei es drum. Das sind so ein paar Sachen, die noch neu sind. Cell, Max wird getroffen, fällt nach unten. Und das war es eigentlich schon mit Cell, Max. Dachten wir, die beiden haben die Welt gerettet. Hier nochmal Son Gohan und Piccolo. Richtig geile Sache. Schönes Bild auf alle Fälle. Dann sehen wir aber, dass Gamma 1 davon sprintet oder wegfliegt. Und er ruft hinterher, haut ab hier, ihr müsst hier weg. Er wird explodieren. Ja, Cell, Max macht den gleichen Move wie auch damals, als er nur Cell war. Also sind ja beide natürlich nicht die gleichen Personen. Aber Cell damals hat sich ja auch in die Luft gesprengt, als Son Gohan ihn in den Bauch geschlagen hat und er halt keine Chance hatte. Und daraufhin hat er sich ja auch gesprengt. Naja, sei es drum. Die hauen alle ab, die Explosion bricht aus. Und dann sehen wir hier nochmal, dass Gamma 1 seinen Meister und auch seinen besten Kumpel Gamma 2 beschützt hat vor der Explosion. Ja, Dr. Hiro ist am Start und er hat die beiden beschützt, was richtig cool ist. Dann sehen wir auch nochmal ganz kurz Pan. Sie kommt nämlich aus dem Flugschiff zurück und sieht erstmal die beiden. Piccolo und Son Gohan ist total erschrocken, was da los ist mit dieser ganzen Frisur von Son Gohan, was auch ganz nice war. Aber als er sich zurückverwandelt, kommt Pan angestürmt um am Abend hin und alles ist wieder schick. Dann gibt es noch eine kleine Rüge von Piccolo und er bedankt sich auch nochmal bei den Rest oder sagt es halt zu so Son Gohan, dass ohne die hätten wir es sowieso nicht geschafft. Also ohne Gamma 1 und Gamma 2 hätten wir es nicht geschafft. Aber wäre Gamma 1 und 2 und Dr. Hiro vielleicht nicht am Start gewesen, dann wäre es vielleicht auch gar nicht alles passiert mit Cell, Max und so weiter. Ne? Er hat ja Cell, Max konstruiert quasi. Na, jedenfalls kommt dann die Rüge von Piccolo, dass er ja immer gesagt hat, dass man sich nicht auch in friedlichen Zeiten nicht ausruhen sollte und einrosten sollte, sondern immer seine Sinne und seine Kampfkunst schärfen sollte und weiter im Training bleiben sollte und nicht einfach auf die faule Haut. Son Gohan entschuldigt sich doch mal, ja, du hast ja recht, Entschuldigung, sorry, I'm sorry, ne? Dann fragt Piccolo, was das denn für eine komische Attacke war, die finale Attacke. Son Gohan sagt, na, es sollte eigentlich eine Light of Death, also eine Licht des Todes heißen. Oder Licht des Todes. Piccolo schmunzelt. Erstmal habe ich ihn nicht mit reingenommen, aber er schmunzelt und sagt, klingt, du hast ihn nicht wirklich Light of Death genannt, oder? Aber die war unglaublich. Also er bedankt sich, also er gibt ihm halt auch nochmal Mut dazu, ne, dass es halt eine richtig geile Attacke war. Aber der Name ist halt echt kacke. Dann sehen wir, dass Gamma 2 verschwunden ist. Er hat sich aufgelöst, alles weg. Dann haben wir ein sehr schönes Bild, habe ich hier mit reingenommen, weil ich echt das sehr schön finde. Weil hier sehen wir, glaube ich, die neue Generation der Z-Kämpfer. Nicht ganz die neue Generation, weil, wie gesagt, Krillin ist ja auch bei den Älteren schon bei gewesen. Piccolo war auch schon bei den Älteren bei. Aber man könnte es so sehen, dass Piccolo und Gohan hier quasi eine Art Mentor fungieren. Ja, also die aus der alten Garde noch. Und die neuere Generation ist halt C18, Pan vielleicht später sogar noch. Dann Goten und Trunks und Son Gohan als Hauptcharakter. Sehr coole Sache, fand ich echt schön, dieses Bild. Ja, dann kommen wir nochmal, dann gab es noch ein paar kleine Diskussionen und so weiter. Es ging ja darum, dass
Dr. Hiro ja böse war und dass alles durch ihn passiert ist, durch Zell-Max und so weiter. Dann wird aber gesagt, naja, es ist mehr der Einfluss der Red Wolf Armee und dass die halt immer schon böse sind. Krillin sagt dann auch, dass es nicht so schlimm ist, er wird nicht verhaftet von ihm, er hat halt ja an diesem Punkt hier nichts. So in etwa sagt das Krillin. Dann gibt es nochmal kurze Unterhaltung zwischen Bulma und Dr. Hiro, wegen dieser ganzen wissenschaftlichen Experimente und sowas alles, ne? Und Bulma sieht ja ihre Chance, sich da jünger zu machen und fragt ihn auch, ey, kannst du nicht mein Skin, also mein Äußeres, ne, ein bisschen jünger gestalten und so weiter und erklärt dann halt, dass irgendwas mit Biologie und so weiter, habe ich aber nicht alles mit reingenommen, weil es eigentlich nebensächlich ist und ich glaube im Film war es auch so in etwa dargestellt worden. Also es geht darum, Bulma versucht halt jünger zu werden. Sie hat ja von den Dragon Balls schon einen geilen Arsch bekommen oder hat sich diesen auch gewünscht, ne? Und Piccolo sagt auch nochmal am Ende dann, ah, aber benutzt nicht wieder die Dragon Balls, um dich jünger zu machen. Und darum sieht sie halt die Chance in Dr. Hiro, sich jünger zu machen. Pan kommt, zeigt dann auch nochmal, dass sie jetzt nur fliegen kann. Fliegt ein paar Runden, habe ich ja auch nicht mit reingenommen, weil es Numpels ist. Aber fliegt ein paar Runden rum und so weiter. Alle sind happy. Sonst passiert hier weiter nichts. Dann haben wir, glaube ich, was Neues und das war im Film nicht zu sehen. Denn es hat nämlich noch jemand überlebt von den Bösen und zwar Kamino. Der hat hier auch nochmal überlebt. Der Kommandant ist ja natürlich tot, ne? Er wurde ja getötet und so weiter, aber er hat hier noch überlebt. Also wird es mit der Red Ribbon Armee auch weitergehen. Dann gibt es einen Schwenker zum Bios-Planeten. Wir sehen den Kampf natürlich im Outro immer noch von Vegeta und Son Goku. Die haben ja einen Kampf ausgetragen, ohne Ki-Verwandlung, ohne Ki-Angriffe. Quasi einfach nur sich so zu bekämpfen, ohne halt irgendwelche Attacken einzusetzen. Und hier sehen wir, dass Vegeta auch hier Son Goku wieder mal besiegt hat. Jetzt fragen sich welche, wieso wieder besiegt? Ganz einfach, weil auf der Erde damals, als Vegeta kam, hat der Son Goku eigentlich auch fertig gemacht. Er hat ihm als Wehraffen alle Knochen gebrochen. Er hätte sich nie wieder bewegen können, ohne Eingreifen der anderen. Jajirobe, der den Schwanz abgeschnitten hat, und Krillin und Son Gohan, der sich auch dann noch verwandelt hat als Affe, wäre es gar nicht so weit gekommen. Vegeta hätte easy Son Goku platt gemacht und hätte ihn auch wieder besiegt. Dann hat Vegeta ihn auch nochmal besiegt, als er als Majin gegen Son Goku in Super Saiyan 2 gekämpft hat. Jetzt fragen sie auch wieder welche, ja, aber er hat doch noch den Super Saiyan 3 gehabt. Ja, hatte, konnte aber nicht einsetzen, weil er natürlich wegen der Zeitmangel gebunden war. Und hätte er den Super Saiyan 3 aktiviert, wäre die Zeit vor Ende gewesen und er wäre sowieso verschwunden. Also im Großen und Ganzen hätte Vegeta hier auch den Sieg davon getragen. Also hat er ihn schon wieder besiegt. Kann man natürlich sehen, wie man möchte, aber für meine Erachtens ist es schon ganz richtig. Und hier ist das dritte Mal, dass er Son Goku besiegt. So, dann machen wir nochmal einen Schwenker zurück zu der Gruppe in den Raumschiff. Wir sehen, dass die nach Hause fliegen. Dann sehen wir auch nochmal auf der letzten Seite, dass Riz eigentlich zurückruft. Bulma hatte ja ihn kontaktiert, um Hilfe zu erwarten. Er fragt, was los ist. Bulma im Großen und Ganzen sagt sie einfach, dass sehr, sehr viel passiert ist, dass jetzt zwar keine Zeit ist und beim nächsten Mal, wenn sie sich treffen, wird sie alles erzählen. Und damit endet auch dieses Kapitel. Wir sehen auch kein neues Datum und so weiter. Ich habe jetzt nicht auf Manga Plus direkt geguckt, wann das nächste rauskommt. Es gibt aber ein Interview von Toyotaro, was ich auch nochmal als Video da zeigen euch. Es gibt aber ein Interview von Toyotaro mit der V-Jump, wo nochmal was gesagt wird zu dem nächsten Ereignis, was im Kapitel erzählt. Aber ich kann euch schon mal ganz grob sagen, dass leider kein richtiger neuer Arc angekündigt wird, aber es wird wahrscheinlich weitergehen. Was genau, müssen wir abwarten. Er hat nur so viel gesagt, dass es was mit Trunks und Goten wieder sein wird. Es kann sein, dass die halt wieder Superhelden spielen und da wir vielleicht einen Arc bekommen oder ein Kapitel oder sonst was. Müssen wir aber erstmal sehen, werde ich aber zu dem Video dann nochmal sagen. Das war es erstmal mit der kleinen Review. Wenn euch alles gefallen hat, hinterlasst ein Like, Abo, teilt die Vision und schreibt was in die Kommentare. Würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.